Thanks for playing. Diesmal, wie beim letzten Mal angekündigt, mit einem Vertreter, der sich sehr intensiv wissenschaftlich mit Spielen auseinandergesetzt hat und sich auch zu dem Oberbegriff Feedback äußern oder darunter einordnen lassen wird oder lassen kann. Während wir in der letzten Veranstaltung ja von einer Game Designerin gehört haben, dass es sehr, sehr wichtig ist, Spieler zu lenken und in irgendeiner Form zu steuern, geht es jetzt offensichtlich um Steuerung oder Lenkung in etwas anderen Größenordnungen und etwas anderen Perspektiven. Ich bin sehr froh, sehr erfreut, heute Rolf Nohr vorstellen zu können, der nicht nur zu den, naja, man kann sagen, Gründervätern oder Vordenkern der etablierten Game Studies in Deutschland gehört, sondern auch, genauso wie Xenia, in der letzten Veranstaltung, in der Sitzung, Absolvent der Ruhr-Universität ist. Wer ein Muster erkennt, der, was man alles werden kann, wenn man hier studiert. Er ist 2003 Juniorprofessor in Braunschweig geworden, seit 2008 dann dort auch Professor für Medienästhetik und Medienkultur. Hat sich von 2006 bis 2008 mit einem DFG-Projekt zu Strategiespielen beschäftigt, nämlich mit dem relativ bekannten Hellwig'schen Strategiespiel, dessen ursprünglicher Erfinder, glaube ich, auch aus Braunschweig stammte oder dort seinen Sitz hatte. Und als wesentliche Veröffentlichung, denke ich, kann man hervorheben das Buch Die Natürlichkeit des Spielens vom Verschwinden des Gemachten im Computerspiel. Absolute Leseempfehlung, wird sich auch in der Bibliothek finden lassen hier. Und jetzt bin ich sehr froh, dass du dich auch bereit gefunden hast, in unserer ersten Ausgabe der Reihe dich zu Wort zu melden und uns zu berichten zur Fantasie der Steuerbarkeit, Beratung und Unternehmensplanspiele. Drauf. Ja. Schönen guten Abend. Herzlichen Dank für die schöne Einführung. Herzlichen Dank für die Einladung. Und das ist, wie es ja schon anklang, ein gewisses Coming Home, in diesem Raum mal wieder hier zu stehen. Da habe ich doch auch so alles in allem, glaube ich, 8 bis 10 Jahre verbracht hier unten im Keller, schön gemütlich. Ja, das ist gut. Ich war auch gerade in der Mediathek. Da stehen ganz viele Videokassetten, die ich als erster Tutor der Videothek auch noch mit Aufklebern beklebt habe und in eine heute nicht mehr existente Datenbanksoftware eingepflegt habe und Herrn Beilenhof seine Videos besorgt habe. Das ist also alles, Kreise schließen sich. Ich finde das ganz wunderbar. Die Fantasie der Steuerbarkeit, Beratung und Unternehmensplanspiele, darüber möchte ich jetzt so ein bisschen reden. Sie haben es vielleicht schon gemerkt, das Empowerment, das eigentlich in der Ankündigung da noch irgendwo steht, ist rausgefallen. Das klingt so ein bisschen unten noch mit durch, aber ich dachte, damit es irgendwie von der Straightheit des Vortrags besser passt, nehmen wir das Empowerment raus. Wer jetzt wegen Empowerment da ist, können wir gerne in der Diskussion noch drüber reden. Es wird aber auch so, glaube ich, genügend die Stoßrichtung bedient werden. Erwartungen muss ich jetzt ein ganz klein wenig enttäuschen. Wer jetzt dachte, es kommen ganz viele Screenshots von Titeln der letzten 3 Jahre, Game-Titeln, nee. Denn meine Interessen, was die Game-Studies angeht, wandern gerade sehr historisch zurück. Das ist mir auch sehr wichtig, nicht was die Geschichte des Games angeht, also jetzt irgendwie so lineare Geschichten, welcher Titel, welche Hardware, welche Architekturen, welche Publisher. Das ist auch eine schöne Geschichte der Games, auch die kann man noch und noch und noch mal schreiben. Mich interessiert aber mehr sozusagen so eine Konstellation von Vorbedingungen. Ja, und das ist etwas, was ich jetzt heute Abend mal so skizzenhaft darstellen möchte. Das ist so ein bisschen out of the brew. Das ist der Beginn eines großen Forschungsprojekts, das hoffentlich dann demnächst startet, so die DFG da auch Geld für geben möchte. Und dass ich sozusagen genau mit dieser Idee des Unternehmensplanspiels beschäftigen möchte. Und das wollte ich mal so ein bisschen skizzieren, aber auch immer gleich nochmal aufmachen, warum es vielleicht wichtig ist, sich mit sowas eigentlich extrem Unerotischem wie einem Unternehmensplanspiel zu beschäftigen. Der Begriff des Feedbacks wird jetzt nicht dezidiert im Vordergrund stehen. Ich glaube aber, dass wir zum Ende des Vortrags
dann relativ evident zu etwas kommen, das ich als Begriff des Feedbacks vorschlagen möchte, vor allem was Game Studies oder Beschäftigung mit Spielen angeht. Das ist im Grunde genommen sowas wie eine Vorbedingung. Das war das, das klang eben schon in der Einleitung an, womit ich und wir zu Braunschweig in den letzten Jahren beschäftigt haben, der Begriff des Strategischen. Ja? Dieser wunderbare, dieses Lösungsbuch von 1996 ist mir da immer eine Leitmetapher, Macht und Moneten, Simulationen, Strategiespiele, der Weg zum Erfolg. Das könnte auch ein Management-Ratgeber sein. Ja? Es ist aber nur ein Lösungsbuch. Es macht aber den Weg auf in dieses Projekt, das vorgängig war, nämlich Strategiespielen, und das sozusagen die Wurzeln gelegt hat für das, was mich heute beschäftigt. Was haben wir da gemacht? Eine der ersten Ideen war, Computerspiele erstmal als Diskursmaschinen zu begreifen. Das heißt eben zu sagen, Computerspiele bestehen, wie viele andere Medien, symbolische Systeme, aus jeder Menge Bedeutung. Und zwar nicht nur das, was dann so offensichtlich aufscheint, irgendwie, dass es bei Strategiespielen, Aufbaustrategiespielen, Wirtschaftssimulationen um Geld geht. Das zu analysieren ist jetzt kein großes Kunststück, sondern eher zu fragen, was liegt hinter solchen Erzählungen? Warum ist so ein Genre wie die Aufbausimulation in Deutschland so beliebt oder auch weltweit so beliebt? Was wird da eigentlich alles erzählt? Was ist so ein Begriff von Strategie, der sich irgendwie im Spiel, und zwar nicht nur im Computerspiel, sondern auch im Spiel an und für sich immer wieder durchzieht? Das war so ein Ausgangspunkt, über den wir uns Gedanken gemacht haben. Und nur um das kurz anzudeuten, Computerspiele sind in eine Zirkulation eingebunden, wo Bedeutung umgewälzt wird. Und diese Bedeutung sitzt in etwas, was man umgangssprachlich Common Sense nennt, was man diskursanalytisch Elementardiskurs nennt. Und da gibt es eben jetzt verschiedene Momente, die da ganz spannend sind, die man analysieren kann, wie solche diskursiven Setzungen durch Spiele immer so durchgejagt werden. Entscheidend ist aber im Grunde genommen dieser Begriff Verunsichtbarungstechnologie. Ja, also das ist sozusagen in meiner Denkungsweise, das klingt schon im Titel dieses Buchs an, vom Verschwinden des Gemachten. Es geht mir einfach darum, dass Computerspiele, wie viele andere Mediensysteme natürlich auch, perfekt dafür sind, Bestände zu verschleiern, Ideologien, Diskurse, Dispositive, Machtstrukturen, Regierungstechnologien. Da steckt jede Menge Zeug drin, wie es eben insgesamt in jeder Artikulation drinsteckt. Das Computerspiel hat aber in dieser speziellen Kombination aus Handlung, Narration, Technologie eine ganz wunderbare Konstellation, um diese Naturalisierung noch viel eleganter zu betreiben, als andere Medientechnologien das können. Zumindest meine These. Das ist sozusagen so ein bisschen der Hintergrund. Wie gesagt, wenn Sie an theoretischen Modellen interessiert sind, gehen Sie in die Bibliothek, kaufen Sie es. Machen wir es etwas deutlicher. Das ist zum Beispiel so ein Strategiespiel, FIFA Manager 2010. Ne, jetzt dann doch noch vielleicht ein Screenshot aus einem halbwegs aktuellen Titel. Sowas spielt man, ja, wenn man der Typ dafür ist. Ich bin es nicht, aber was machen Sie da? Sie sehen es, Sie haben eine unendliche Menge von Statistiken, Sie müssen da Werte korrelieren, Sie müssen einkaufen, trainieren, Aufstellungen platzieren. Also gerade bei diesem Spiel ist der eigentliche Kick sekundär. Ja, sondern es geht sehr viel mehr darum, diese ganzen Voroptionen, sozusagen das Management Ihres Clubs zu betreiben. Und das ist relativ viel Arbeit. Und der Begriff der Arbeit ist dabei eben sehr spannend, weil Sie sehen halt relativ schnell, da geht es die ganze Zeit um Statistiken. Sie operieren da an Statistikbeständen. Das ist, wenn Sie so halbwegs in der kritischen Diskursanalyse drin sind, wenn Sie mal was von Jürgen Link gelesen haben, dann klingelt immer sofort so eine Alarmglocke. Statistik ist ein Steuerungsdispositiv der Moderne. Immer wo Statistiken auftauchen, muss man sofort nach solchen versteckten, diskursiven Regierungstechnologien fragen. Man kann es aber sozusagen auch viel einfacher runterbrechen. Das ist eine Excel-Tabelle, die können Sie sich aus dem FIFA-Soccer-Manager auch exportieren. Sie können also einfach abends sich zum Vergnügen hinsetzen und eine Excel-Tabelle ausfüllen. Und was ich faszinierend finde, ist, dass Sie das am gleichen Gerät tun, an dem Sie schon über einen Tag Excel-Tabellen ausgefüllt haben. Mit ein bisschen Glück sogar am gleichen Ort, nämlich Ihrem Schreibtisch, wenn Sie Homeoffice machen. Ja, also dieser wunderbare Moment, dass Sie 8 Stunden Excel-Tabellen für Ihren Chef ausfüllen und dann zur Entspannung 2 Stunden für sich Excel-Tabellen ausfüllen, ist jetzt sehr polemisch. Das ist etwas, was so vielleicht in Andeutungen klar macht, worum es mir geht. Denn das Tolle ist ja, das macht trotzdem Spaß. Auch wenn Sie das wissen, auch wenn Sie jetzt arkanes Wissen von mir erhalten haben und sagen, meine Güte, ich arbeite ja, wenn ich spiele, ist das ja trotzdem ein Vergnügen.
Ja, wenn sie World of Warcraft spielen und intensives Goldfarming betreiben, das ist natürlich hartes Geschäft, das ist Arbeit. Und trotzdem würden sie nicht in Tarifverhandlungen eintreten und sagen, diese Arbeit muss aber auch entlohnt werden. Ja? Sondern sagen, es ist eine Arbeit, die Spaß macht. Und das ist diese Ambivalenz, die mich extrem an Computerspielen interessiert. Das ist nur ein Beispiel von vielen denkbaren Beispielen. Wie funktionieren diese Technologien, diese diskursiven Technologien, die in Computerspielen drin liegen? Und wenn man jetzt sozusagen aktuellere Beispiele nimmt oder aktuelle Buzzwords, dann ist das natürlich sowas wie Gamification. Ja, Sie kennen das vielleicht, dieses Mindbloom-Ding, wo Sie im Grunde genommen, das ist eine von vielen, vielen, vielen spielerischen Applikationen zum Selbstmanagement. Das ist sozusagen etwas, was mich eben in den letzten Jahren sehr interessiert hat, zu fragen, in welchem Zusammenhang steht das Spiel als erweiterter Begriff mit sowas wie etwas, das Ulrich Bröckling das unternehmerische Selbst nennt. Ja, also diese permanente Effektivierung des Selbst, ja, die als lustvoll begriffen wird, die Spaß macht. Ja, also das ist ja der Trick an jeder Gamification-Applikation, das macht Spaß. Und obwohl Sie wissen, dass das irgendwie auch so ein neoliberaler Mist ist, machen Sie es trotzdem. Ja, weil dieses Paradigma der Effektivierung so wirkmächtig ist, dass wir uns dem hingeben. Und deswegen ist das ja auch so spannend, denn Gamification ist ja ein hochambivalenter Begriff. Das ist ja nicht evil, sondern natürlich setzt das auf etwas auf, was letztlich eine sehr emanzipatorische und dissidente Geste ist, nämlich zu spielen. Im Spiel etwas zu tun, was nicht nur in diesem Magic Circle, in diesem Zauberkreis oder sowas stattfindet, sondern was natürlich auch immer ins Lebensweltliche greift. Und mit einem Lied auf den Lippen geht jede Arbeit besser von der Hand, hat schon unsere Oma immer gesagt. Ne? Also diese Idee, dass man Arbeit mit dem Moment des Spiels ja auch irgendwie erträglich machen kann, ob das Erwerbsarbeit ist oder Holzhacken. Das ist doch eigentlich das Interessante, dass dieser Begriff von Gamification in seiner Wurzel natürlich was sehr Spannendes ist. Genauso wie der Begriff des Empowerment. Ja, das ist heute ein Totschlagargument von irgendwelchen Beratern. Wenn irgendein Berater Sie empowern will, rennen Sie. Ja, das ist eine Regierungstechnologie. Aber Empowerment ist eigentlich ein Begriff aus der Graswurzelbewegung. Die Aneignung von Macht jenseits staatlicher Eingriffe. Das bezeichnet Empowerment eigentlich. Das ist eine Bürgerrechtsbewegungsgeschichte. Ja? Black Panther haben auf Empowerment gesetzt. Ja? Das ist eben das Spannende an diesem ganzen Feld. Es ist ambivalent. Ja? Und es geht da nicht um Begriffskriege, sondern um die gleiche Struktur, die immer politisch ist und aber nie zu greifen ist in ihrer Uneindeutigkeit. So. Und deswegen die Frage, für mich im Moment sehr interessant, was steckt hinter Spielen? Was sind diese diskursiven Massen, die in Spielen drin sind und wie kann ich diesem Meandern der Diskurse irgendwie näher kommen? Wie kann man das analytisch greifen? Wie immer bei solchen diskursanalytischen Sachen, wie kann ich es greifen, wenn ich doch selber auch knietief drin stecke? Wenn ich Teil dieser Diskurse bin? Und da muss ich nicht darüber nachdenken, dass ich ja sozusagen als Vertreter der Game Studies irgendwie den Diskurs der Games irgendwie mitschmiede, sondern ich bin Spieler. Wie soll ich sozusagen distanziert über den Begriff des Spiels nachdenken, wenn ich Spieler bin? Ja? Wie soll ich, wenn ich in einer ökonomischen Gesellschaft, in einer neoklassisch organisierten Ökonomie als Subjekt situiert bin, wie soll ich dann Ideologiekritik oder Ökonomiekritik betreiben können? Ja? Das ist das Problem. Ich kann so ein Geopolitik-Spiel natürlich sehr einfach danach durchforsten, welche politischen Dispositive da drin sind. Wer sind die Guten, wer sind die Bösen? Wie wird der Islam dargestellt? Ja, das wäre jetzt so eine naheliegende Frage. Aber das ist natürlich immer nur die halbe Miete. Das ist genauso wichtig, auch diese Fragen zu stellen. Aber mich interessiert, warum gibt es solche Spiele überhaupt? Was fasziniert uns daran? Was sind diese Fantasien von politischer Steuerbarkeit, die da drin liegen? Das ist bei so einem Geopolitik-Strategiespiel natürlich relativ einfach, weil man eben diese historische Achse schön aufmachen kann, zu sagen, das ist im Grunde genommen Schach mit anderen Mitteln. Das ist immer wie die Wiederkehr gleicher Ideen, Probehandeln, Simulation, Politik, Raumpolitik, Geopolitik. Das durchzieht die Spielgeschichte und es durchzieht die Spielgeschichte immer in dieser Ambivalenz von Probehandeln und Simulation. Ja, also eben Simulation im Sinne von effektivem Handeln.
Vorentwurf von möglichen Handlungsstrategien. Und deswegen ist mein Gedanke im Moment eben zu sagen, für Strategiespiele haben wir das in Andeutung schon gemacht, das hellwegsche Spiel, diese Kriegsbrettspiele oder sowas haben wir da eben angeguckt, andere Diskurse. Jetzt interessiert mich aber was anderes, nämlich Unternehmensplanspiele. Und darum soll es jetzt im Folgenden ein wenig mehr gehen. Dazu muss ich Ihnen aber natürlich als erstes mal erklären, was ein Unternehmensplanspiel überhaupt ist. Das sieht so aus. Ja? Das sind spielende Menschen. Die sehen jetzt aus wie Mad Men. Das weiß ich, deswegen habe ich das Bild auch gewählt. Denn es geht mir genau um diese Zeit. Es ist eine relativ interessante Konstellation. 45 bis 65 findet etwas statt. Eine sehr dramatische Umwälzung, die dazu führt, dass zum Beispiel diese Herren der Exacta Continental AG in Köln das Bull Omnilock Business Game spielen und dabei rauchen. Und diese Konstellation interessiert mich, weil da etwas amalgamiert. Das ist jetzt sozusagen das Abstract dessen, was ich zu erzählen hoffe. Es wird angefangen, in der Wirtschaft zu spielen. In der Wirtschaft zieht gleichzeitig der Computer ein. Und drittens, es verändert sich in dieser Idee von gesellschaftlicher Steuerung etwas sehr Dramatisches. Das ist wahrscheinlich der Teil, der noch am meisten der Erläuterung bedarf. Und das werde ich jetzt versuchen auszuführen. Aber eben diese Konstellation, Spiel, Computer und Steuerungsbegriff, in einem ganz spezifischen Zeitraum, an einem Gegenstandsbereich, nämlich dem Unternehmensplanspiel, von dem erhoffe ich mir ganz wesentliche Aufschlüsse darüber, warum unsere Gesellschaft eine ludische Gesellschaft ist und was wir unter dem Begriff einer spielenden Gesellschaft heute fassen, was da also sozusagen diskursiv mitläuft. Das ist so der Gedanke. Es ist sozusagen als allererstes natürlich völlig klar, dass das kein Beginnpunkt ist. Ja? Das ist so eine Art genealogische Versuchung, die ich hier mache, zu sagen, 45 nach dem Krieg beginnt etwas. Nein, da beginnt eigentlich gar nichts. Denn Unternehmensplanspiele gibt es zu dem Zeitpunkt schon längst. In den 1920er Jahren gibt es Scheinfirmenspiele, Kontorspiele. Und das geht natürlich, wenn man jetzt anfangen würde zu suchen, würde man sicherlich das alles beliebig nach hinten verlängern können. Das ist nicht der Punkt. Ja, also diese Idee, im Spiel etwas über seine Tätigkeit, seinen Beruf, sein Unternehmen herauszukriegen, ist älter. Die spezifische Konstellation ist hier eine andere und das würde ich jetzt gerne versuchen zu erläutern. Dazu muss man aber klar machen, dass wir ein wesentliches Paradigma jetzt ändern müssen bei diesem Nachdenken. Das Naheliegende ist immer, und das ist so ein bisschen so die softe Kittler-Schule, die da natürlich dann zuschlägt, immer sofort zu fragen, ist das nicht alles militärisch? Kommt das nicht aus dem Militär? Also gerade nach 45. Das ist natürlich richtig. Ja, es ist immer Missbrauch von Heeresgerät, was hier stattfindet, aber nicht nur. Ja, ich glaube, und wenn man es also jetzt ähnlich zündend formulieren wollte, würde ich halt sagen, das Spiel kommt nicht direkt aus dem Heer in unsere Wohnzimmer, sondern es nimmt einen Umweg über den Abakus, also die Ökonomie. Ja, hier würde ich nun tatsächlich sagen wollen, bevor sozusagen dieses militärische Paradigma bei uns landet, nimmt es erstmal einen großen Umweg über die Ökonomie, über die Wirtschaft. Das wäre zumindest schon mal so ein Gedanke. Unternehmensplanspiele entstehen in dieser Zeit und sie explodieren. Sie explodieren tatsächlich durch die Decke. Das Wichtige ist, sie explodieren nicht nur im freien Westen, sondern auch im Ostblock. Es gibt sozusagen eigentlich die interessantere Literatur über Unternehmensplanspiele aus Bulgarien, aus der DDR, aus der Sowjetunion, da gibt es viel früher Konferenzen, wissenschaftliche Beschäftigung damit. Aus forschungsstrategischen Gründen ist dieser Bereich für mich jetzt gerade erstmal nicht interessant, also jetzt offiziell. Sie ahnen natürlich, was da jetzt im Hintergrund dann mitschwingt. Ne? Wenn man die Geschichte Osteuropas untersucht, muss man wieder an andere Förderungstöpfe ran, so bla bla bla. Das heißt, ich kapriziere mich oder wir kaprizieren uns auf die BRD und Amerika. Interessanter ist es aber tatsächlich im Ostblock, denn dort haben wir natürlich eine Planwirtschaft. Die Idee einer geregelten und geplanten Staatswirtschaft, die simulierbar ist. Deswegen gibt es da auch Planspiele, wirtschaftliche Planspiele. Aber darüber möchte ich jetzt nicht reden oder kann auch nicht reden, weil ich da nicht so tief drin bin. Das muss man natürlich immer mitdenken. Das ist sozusagen keine Geschichte Westeuropas.
die ich jetzt hier erzähle. Was passiert da aber also? Ich habe ein schönes Zitat mitgebracht. Nachdem man bisher der Meinung war, ein Manager müsste geboren werden, setzt sich nun in der modernen Literatur der Management Science nunmehr allgemein die Überzeugung durch, dass auch solche Führungskräfte für ihre speziellen Aufgaben ausgebildet werden müssen. Das ist jetzt von 72, aber bezeichnet den Diskurs ganz gut. Das ist sozusagen der Punkt, auf den es ankommt. Ja? Wir haben einen Umbruch einer Vorkriegswirtschaft zu einer Nachkriegswirtschaft, wo dieses Zitat entscheidend ist. Ja? Irgendwie scheint es davor so ein Bild gegeben zu haben, dass man zum Manager geboren wird, dass man das aus dem Knie raus macht, dass es sozusagen eine Art genialistischen Duktus gibt, der einen zur Unternehmensführung befähigt oder eben nicht. Und danach setzt sozusagen dieses didaktische Modell ein, das eben sagt, jeder kann ein Unternehmen führen, er muss nur ausgebildet werden. Und das ist eigentlich in dieser einfachen Polarisierung relativ interessant, wie es sozusagen zu dieser Konstellation kommt, der Ausbildbarkeit. Und natürlich ist klar, dass diese Idee der Ausbildbarkeit ganz massiv mit Konstellationen zu tun hat. Eine dieser Konstellationen ist zum Beispiel der Computer. Ja? Da amalgamiert nach dem Krieg im Computer natürlich so eine Idee von Statistik, Informatik, Mathematik, Steuerbarkeit, Planbarkeit, ja? Die dann wieder durchschlägt in solche Statements. Es verändert sich aber eben auch was in der Ökonomie. Aber jetzt müssen wir uns erstmal angucken, bevor wir darüber nachdenken können, was eigentlich solche Unternehmensplanspiele auszeichnet. Ich habe mal so eine, man kann es wahrscheinlich kaum lesen, so eine einfache Taxonomie gemacht, die eigentlich im Grunde genommen nur eins evident machen soll. Es gibt nicht das Unternehmensplanspiel. Es gibt von Beginn an dieser Phase des Unternehmensplanspiels, auf das ich mich jetzt beziehe, eigentlich sofort die gesamte Bandbreite. Ja? Es wird immer in Gruppen gespielt, es gibt immer einen Spielleiter, aber die Frage ist, wie ist die Ausgangssituation gesetzt? Spiele ich, was ist da als Modellsituation abgebildet? Ein Unternehmensteil oder eine Makroökonomie, eine Mikroökonomie? Spiele ich rundenbasiert? Gibt es Vorgaben? Wie frei sind die Entscheidungen? Welche Rolle hat der Spielleiter? Gibt es ein stochastisches Element, also der Zufall? Ja? All solche Fragen differenzieren eben genau in unendlich viele Möglichkeiten, wie man sozusagen so ein Unternehmensplanspiel von Beginn an unterscheiden kann. Die für mich wichtigste Unterscheidung ist, ist es computerbasiert oder nicht? Und das ist eben das, wo es relativ interessant wird, dass diese Unternehmensplanspiele, die sozusagen spannend sind oder die in der Literatur auch immer wieder erwähnt werden, natürlich genau die sind, die computerbasiert sind. Ja? Die also von Anfang an auf den Computer setzen. Und deswegen sind solche Ebenen wie Narration oder Akteure oder die Frage nach Rundenbasiertheit oder die Wirkungsebene relativ spannend, wenn man über das Game Design nachdenkt. Aber wenn es um diese diskursive Masse geht, interessiert mich natürlich sehr viel mehr, welche Rolle spielt der Computer da drin? Und er spielt eine große. Was passiert? Also wir haben, wenn wir die Literatur so 45, 50 anfangen zu sichten, 1969 bereits 190 Spiele in den USA, die sozusagen bekannt und im Moment taxonomisch erfasst sind. Spannenderweise ist es bis 1980 auf nicht mehr als 228 Spiele angewachsen. Das ist aber sozusagen ein Trugschluss, weil das sind die eigentlichen Mechaniken der Spiele. Ja? Auf diese Mechaniken setzen sie natürlich Narrativ drauf und da die Narrative explodieren nach oben weg. Ja? Sie haben sozusagen eine Spielmechanik, die sie dann an unterschiedliche Unternehmen immer wieder neu verkaufen und einfach neues Narrativ drüber setzen. Das heißt, wenn ich sage, dass 1980 228 Spiele im US-amerikanischen Markt waren, dann stimmt das nicht ganz, weil eigentlich können sie sagen, dass sie so ungefähr 10.000 bis 15.000 unterschiedliche Spieltypen allein in der USA 1980 am Start haben. Wenn wir nochmal gucken für die BRD, 1963 gibt es eine Zahl von 117 unterschiedlichen Planspielen in der Aus- und Weiterbildung für Führungskräfte. Das zeigt schon was. Man geht aber im Grunde genommen davon aus, jetzt suche ich gerade meine Zahl, dass so ungefähr bis 1960 in Amerika etwa 160.000 Führungskräfte mit so einem Planspiel schon in Kontakt gekommen waren. Ja? Das ist verhältnismäßig viel. Wenn Sie sich vorstellen, dass natürlich 1960 die Idee von Führungskraft in einem Unternehmen noch einen relativ kleinen Kreis von Leuten bezeichnet. Ja? Also wo Management sozusagen noch nicht in diese breiten Hierarchien rausgegangen ist, wo jeder über Postzusteller ja schon Führungskraft ist, sondern wo ja man eigentlich immer noch über so einen arkanen Zirkel redet.
Ja? Also im Grunde genommen können Sie davon ausgehen, dass bis Mitte der 60er Jahre in Amerika und vergleichbar vermutlich auch in der BRD ein großer Teil derjenigen, die man als Führungskraft qualifizieren würde, mit einem Unternehmensplanspiel und meistenteils mit einem computerbasierten Unternehmensplanspiel in Kontakt gekommen ist. Das Interessante, und deswegen rede ich hier so ein bisschen im Nebel, ist, dass das keinerlei Spuren in den Wirtschaftsarchiven hinterlassen hat. Weil man aus bestimmten Konstellationen, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, irgendwann entschieden hat, dass das alles irgendwie so ein Schuss ins Leere war. Das heißt, die ganzen Informationen und Dokumente über diese Konjunktur der Unternehmensplanspiele wurden dann sozusagen entweder in Rundablagen überführt oder eben nicht weiter in Findebücher oder sowas übertragen, sodass die Suche nach diesen Quellen in den Unternehmensarchiven selber irrsinnig schwierig ist und man sich eigentlich nur auf die Sekundärliteratur der sozusagen betreibenden Universitäten oder Firmen verlassen kann. Und die sind dann da auch, also da muss man sehr viel Quellenabgleich machen, um auf tragbare Zahlen zu kommen. Was passiert da? Warum funktionieren diese Unternehmensplanspiele? Warum kann man die in der Wirtschaft implementieren? Eine erste Antwort ist, in der Ökonomie oder in der Ökonomietheorie selbst zu finden. Wir erleben in den 40er, 50er Jahren einen Umbruch in der Ökonomietheorie, also in der sozusagen Leitdisziplin der Unternehmenssteuerung, in der Ausbildung. Man könnte es auch anders formulieren. Eigentlich wird die Idee der Ausbildung dort erst erfunden. Wirtschaftswissenschaften als studierbare Fächer gehen natürlich genau auf die 50er Jahre zurück. Da beginnt überhaupt erst die Idee der Verwissenschaftlichung von Unternehmensführung, der Verwissenschaftlichung von der Führung von Makroökonomien. Und dort beginnt man eben auch mit spezifischen Modellen aus der Mathematik zu operieren. Und das sind solche Modellsimulationen oder überhaupt Modellalgorithmen. Ja? In der Ökonomie beginnt man zu diesem Zeitpunkt zu versuchen, Modellationen von wirtschaftlichen Theorien herzustellen. Ja? Wirtschaftstheorie ist alt. Keynes und wie sie alle heißen, sind natürlich viel älter als 1950, das ist uns, glaube ich, allen klar. Aber die Idee sozusagen dieser makroökonomischen Theorien in etwas Operationales zu übersetzen, das rekurriert auf die 50er Jahre und das hat sehr viel mit der mathematischen Modelltheorie zu tun. Denn in der gleichen Zeit beginnt man eben in der Mathematik Werkzeuge zu entwickeln, die solche Überführungen überhaupt erst möglich machen. Ein schönes Beispiel ist das hier, das ist die Irving-Fisher-Maschine, die auf Irving Fisher rekurriert, einem ziemlich bekannten neoklassischen Theoretiker. Das ist noch aus seiner Dissertation, der versucht hat, Marktgleichgewichte, ja, und Sie erinnern sich vielleicht, dass in der neoklassischen Ökonomie ja immer alles nach Gleichgewichten sucht. Ja? Also Märkte regulieren sich über die Zeit immer in Gleichgewichte, ja? Nichts, das Pareto-Optimum und solche Sachen. Ne? Das kann man wunderbar mit solchen Wassertanks simulieren. Ja? Er hat das nur als Gedankenspiel in dieser Diss dargelegt, hat er sozusagen skizziert, wie man so eine Maschine wirklich bauen könnte. Und dann haben halt andere Leute, nämlich Herrn Baynard und Herrn Scarf, von denen es veröffentlicht, ich weiß nicht mehr, wer es nachgebaut hat, auf alle Fälle gibt es sozusagen Schulungsmodelle für den universitären Unterricht, wo die Studenten dann da Wasser in Tanks reintun und an Ventilen rumdrehen und feststellen, dass irgendwann das Gleichgewicht des Marktes stattfindet. Ja? Das ist aber im Grunde genommen Modelltheorie. Ja? Also eine sehr einfache, sehr rationalistische, sehr lineare Idee der Berechenbarkeit von, wir würden heute sagen, komplexen Systemen. Das kommt uns natürlich heute irrsinnig naiv vor. Man würde jetzt vielleicht so ad hoc sagen, naja, das hat ja bestimmt nur 10 Jahre Bestand gehabt. Der Witz ist natürlich, dass wir alle in den letzten Jahren gesehen haben, dass das verdammt lange Bestand hatte. Diese Idee, dass man Märkte berechnen kann und dass die hochrational sind, dass Subjekte in Märkten hochrational und modellierbar funktionieren, dass man jede Finanzkrise ausrechnen kann, bis aufs vierte Komma, bis die vierte Stelle hinterm Komma. Ja? Im Grunde genommen beginnt da ein Paradigma der Wirtschaftstheorie, das bis heute seine Gültigkeit hat, das sozusagen schwer in Kritik steht und das jetzt revidiert wird und in so eine Version 2.0, 3.0, 4.0 überführt wird. Aber im Grunde genommen ist dieser Gedanke der Modellierbarkeit, Simulierbarkeit, der Prognostik, der Beherrschbarkeit von Märkten in Modellen natürlich heute immer noch ein Common Sense. Und die dahinterliegenden Modelle sind natürlich komplexer geworden. Aber es sind immer noch diese algorithmischen, mathematischen Modelle der Simulationstheorie. Wie sieht das dann aus? Ich habe hier mal ein schönes Beispiel mitgebracht.
Das ist von 72, also jetzt sozusagen in der Unternehmensplanspieltradition schon ein bisschen fortgeschritten. Das ist das Brooking 3 Modell, das ist nur das Flow-Diagramm ohne die Algorithmen. Damit können Sie eine Volkswirtschaft simulieren. Das wurde in der Managementliteratur und auch in der wissenschaftlichen Literatur über Unternehmensplanspiele gefeiert als ein irrsinnig komplexes Modell. Dass es so komplex ist, dass es quasi an die Realität punktgenau rankommt. Denn es hat 400 Algorithmen. 400. Ja, wenn man sich das dann anguckt, mal ein bisschen farblich hervorheben, kann man wahrscheinlich jetzt nicht so gut lesen. Absatzmarkt, Einkommen, Finanzwesen, Preis-Nachfrage-Relation, Kapitalstock, Nachfrageverhalten. Das wird dann sozusagen so modelliert. Ich habe auch gleich genau eine Ausschnittvergrößerung, dass man so ein bisschen wenigstens sehen kann, wie das dann aussieht. Ja, also es ist so eine hochrationalistische Modellbildung, die eben algorithmisiert Berechenbarkeit suggeriert und wo man dann eben sozusagen mit Input-Daten so lange rumspielt, bis man eben ein effektives Outcome hat und eben sagt, das sind jetzt Steuerungsparameter, damit kann man Politik machen. Oder damit kann ich also hier in diesem Fall Politik machen. Sie können sich aber natürlich was Ähnliches auch vorstellen für Unternehmensführung. Ja? Und das funktioniert dann genauso. Also das ist das Einkaufverhalten, so muss man in den Markt reingehen, so muss man das Produkt lancieren und dann klingelt die Kasse. Ja? Und das ist natürlich das, wo der Computer ins Spiel kommt. Jedem ist klar, dass solche Konstruktionen natürlich wie gemacht sind, sie auf Computern laufen zu lassen. 400 Algorithmen, das ist auch das, was 1972 natürlich so die IBM-Großrechenanlagen gerade noch so stemmen können. Das heißt, das ist natürlich super, die Implementierung, sowas auf einen Computer dann zu setzen. Und das, jetzt kommt sozusagen auch die Rolle des Computers ins Spiel. Ja? Eigentlich könnte man sagen, man hat ja jetzt hier ein schönes Argument gefunden, warum der Computer marktgängig wird. Aber das ist natürlich auch wieder nur die halbe Wahrheit. Denn ein Bild weiter, das haben Sie vielleicht schon mal gesehen, das Elektronengehirn von Ferranti. Ja, eine der ersten Großrechenanlagen, die in Deutschland angeboten wurden, also auf dem Markt. Sie sehen, Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard hier unten spielt gegen das Ferranti-Gehirn NIM. Kennt jemand von Ihnen NIM? Ja, einer. Ne? Das ist genau der Witz. Keiner kennt NIM. Das ist so ähnlich wie Tic-Tac-Toe. Ja, es ist ein ganz einfaches Spiel, das auf einem irrsinnig einfachen Algorithmus basiert. Da liegt eine bestimmte Anzahl von Streichhölzern, dann muss man zwischen 1 bis 3 darf man wegnehmen und wer das letzte Streichholz wegnimmt, hat verloren. Wenn Sie wissen, wie man das gewinnen kann, gewinnen Sie immer. Wie bei Tic-Tac-Toe. Ja, also, ne, wenn man weiß, wie Tic-Tac-Toe geht, geht es immer unentschieden aus. Wenn man aber das Spiel nicht kennt, kann man natürlich einen Computer so programmieren, dass der Computer immer gewinnt. Und dann kann man auch mal einen Bundeswirtschaftsminister so richtig ins Leere laufen lassen, beziehungsweise natürlich etwas vorstellen. Die Potenzialität des Computers. Das Lustige ist, dass dieses Elektronengehirn von Ferranti nichts anderes konnte als NIM spielen. Ja, es war eine fest verdrahtete Geschichte, die nichts anderes konnte. Ja, sie war noch nicht mal programmierbar. Das ist aber egal. Was ist sozusagen die Quintessenz einer solchen Geschichte? Wir sehen hier eine Markteinführung. Eine Markteinführung über etwas, was Hartmut Winkler Wunschkonstellation nennen würde. Das Faktische dieser Medientechnologie, das Faktische interessiert in der Tat in dieser Situation keinen Menschen. Ne? Niemand stellt sich dahin und sagt, ach, der kann spielen. Sondern jeder sagt, der kann den Bundeswirtschaftsminister in NIM schlagen, der kann alles. Ja? Und dann setzt sofort diese sozusagen Science-Fiction-Idee des Elektronengehirns ein. Ja? Wenn Sie so diese Science-Fiction der 50er Jahre, ne, was Roboter, Computer, was können die da alles? Alles. Ja? Weltbeherrschung, Minimum. Und das klingt dann natürlich mit in so einem Bild. Der Computer wird hier nicht eingeführt als, dies ist eine hochrationale Maschine, mit der wir Volkswirtschaft simulieren können. Oder dies ist eine hochrationale Maschine, die Ihnen helfen wird, Ihre Lagerverwaltung zu strukturieren. Sondern sie wird nicht anders eingeführt als, dies ist eine Maschine, die wird die Welt verändern. Weil die kann alles, die ist universal. Das ist natürlich eine nicht wirklich belastbare, diskursive Position, die aber eben spannend ist. Ja? Und wenn man dann eben guckt, das ist dann eben tatsächlich eine der ersten tatsächlich in einem Unternehmen eingesetzten Großrechenanlage, die eben von diesem Unternehmen auch selber gebaut worden ist. Das ist die Lyons Tea Company. Wer öfter mal in England ist, kennt die. Die stellen Tee her.
Ja, die Lions Tea Company ist tatsächlich die erste Firma auf der ganzen Welt, die Teile ihrer Betriebsführung computerisiert. Es ist mir bis heute nicht klar geworden, warum ausgerechnet diese Branche einen solchen Bedarf nach Computerisierung hatte. Der Witz ist aber, die hatten dieses Ding für sich selber gebaut, es hat funktioniert, danach haben sie mit Teebeuteln, glaube ich, noch 10% ihres Umsatzes gemacht und den Rest damit verdient, den Computer zu verkaufen. Und natürlich, wenn man sich dann anguckt, was machen diese Computer in der Unternehmensführung, dann ist das eigentlich lächerlich, also aus heutiger Perspektive. Weil diese Geräte können natürlich jetzt rein von der Quantität so gut wie nichts. Die können so ein bisschen Lagerverwaltung, die können Formbriefe oder sowas machen, wenn man einen Drucker hat. Hatten die aber nicht. Ja, sie können ihre Formbriefe dann als Lochkarte verschicken. Im Grunde genommen ist da nichts drin. Ja, also wenn man wirklich nachzuvollziehen versucht, was die Lions Tea Company wirklich mit ihrem Leo 1 gemacht hat, ist das irgendwie sehr nebulös. Auch bei diesen Firmenhistorikern, die hohe Lieder auf dieses Gerät singen, gibt es nur sehr wenige Angaben, was man wirklich damit gemacht hat. Irgendwas werden die damit gemacht haben, sonst hätten sie sich das nicht gebaut. Vor allem, sonst hätte sich das Ding nicht so gut verkauft. Aber wenn man sich anschaut, wo es faktisch eingesetzt worden ist, auch das rechtfertigt sozusagen die Idee des Computers im Unternehmen erstmal noch nicht. Das, was die Potenzialität des Computers in der Unternehmensführung ist, 60er, 70er, 80er Jahre, ja, dann setzt das im Grunde genommen ein, dass man auch wirklich abbildbare Bereiche von Unternehmen in Computer überführen kann, mit den bekannten Effekten, dass sich dann sozusagen die Unternehmen dem Computer anpassen und die Computer nicht dem Unternehmen. Aber das ist zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch nicht der Fall. Und das ist eben im Grunde genommen auch spannend, weil diese Konstellation eben so hochspannend ist, zu sagen, warum? Was passiert da? Warum werden diese Dinger implementiert? Denn, wenn Sie sich jetzt angucken, und das ist sozusagen der Gimmick, der jetzt auch zu dieser Frage Unternehmensplanspiel und Computer dazugehört. Wie funktioniert denn ein computerbasiertes Unternehmensplanspiel? Ich habe schöne Schilderungen gefunden von 1952. Eines der ersten computerbasierten Unternehmensplanspiele ist von der American Management Association. Die hängen mit IBM zusammen, die entwickeln das. Das ist so ein Prototype, der eigentlich in vielen Variationen bis heute unterwegs ist. In Deutschland ist er als Marga aufgetreten. Das wird bis heute gespielt. Ja? Das ist sozusagen eine durchgängige Struktur. Aber 1953 haben sich verschiedene Leute dann in einem Unternehmen, zum Beispiel Boston, getroffen und gesagt, so, es gibt ja also dieses Spiel. Dann kam der Spielleiter und hat gesagt, so, das ist Ihre Ausgangssituation. Sie sind eine Abteilung für Marktanalyse, bla 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 bla. Sie müssen investieren, hier haben Sie ein Produkt. Jetzt müssen Sie Entscheidungen treffen. Und dann wurden von diesen Leuten in einer Roundtable-Diskussion irgendwelche Kennzahlen genannt. Investitionen so hoch, Produktion so und so viel Stück. Ne? Also es geht da wirklich um nichts anderes, als dass sie 10 Zahlen in der ersten Runde generieren müssen, die sie aus unternehmerischem Geschick, Wissen, wie auch immer herstellen. So, dann geht der Spielleiter ans Telefon, wählt die Nummer zum Rechenzentrum in New York, gibt denen diese 10 Kennzahlen zu, die dann in eine Lochkarte kodiert werden. Das dauert so ungefähr 10 Minuten. Dann wird die Lochkarte in den Computer, eine PDP 10, eingelesen. Keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Minuten rechnen, wenn es klappt. Und dann rechnet der Computer mit diesen Algorithmen, in dem AMA-Ding sind es gleich 15 oder sowas, ungefähr eine Dreiviertelstunde. Spuckt wieder eine Lochkarte mit dem Ergebnis aus, die muss rückübersetzt werden, dann muss man wieder das Telefon nehmen und in Chicago anrufen. Also alles in allem sind so etwa 1,5 Stunden vergangen. Die Leute haben 10 Minuten gespielt und warten 1,5 Stunden, dass der Computer ihnen etwas zurückspielt, was sie eigentlich mit Bleistift und Papier wahrscheinlich auch in 10 Minuten ausgerechnet gehabt hätten. Beziehungsweise mit einer Tischrechenmaschine, wenn sie so halbwegs orientiert sind, so die letzten mechanischen Rechenmaschinen, die im Unternehmen eingesetzt worden sind, die waren ja auch sozusagen semi-programmierbar, denen hätte man diesen Algorithmus auch reinbasteln können und dann wäre das sozusagen in 30 Sekunden gemacht gewesen. Der Computer spielt also faktisch überhaupt keine Rolle bei diesem Unternehmensplanspiel. Ja? Es ist das Gleiche wie mit diesem Leo-Computer. Die Wunschkonstellation ist viel toller. Ja, diese Idee, man spielt mit einem Computer. Das, was da jetzt zurückkommt, und das ist jetzt erstmal so meine These, ist so rational, so ausgerechnet, so wahr. Ja? Das sind Wahrheiten. Die Produktion von temporären Wahrheiten, könnte man jetzt mit Foucault irgendwie sagen. Ja? Das ist der Punkt, warum, These, der Computer so wichtig ist.
für diese Unternehmensplanspiele? Warum ganz viele von denen unter dem Label computerbasiert antreten und eben so die ersten 20 Jahre im Grunde genommen kaum beitragen können zu etwas, was wir als Spiel beschreiben würden? Ja, also eben zu sagen, da ist ein Flow drin und man geht so in den Rollen auf und dann gibt es so Gruppendynamiken und also das, was heute für so Assessment-Center-Spiele wichtig wäre. Ja? Das kann da nicht stattfinden, weil man immer, weil diese Spiele sozusagen Tage dauern und man ewige Rechenrunden hat, wo man auf den Computer wartet. Warum ist das also so interessant? Warum ist der Computer so spannend? Warum ist dieses Spiel so spannend? Das ist jetzt sozusagen der Break. Jetzt kommen wir zu diesem dritten Teil, nämlich der Frage der Steuerung. Dazu müssen wir jetzt sozusagen unser Gegenstand erstmal wieder verlassen und einen anderen Weg gehen. Was passiert nämlich? Die zeitliche Konstellation ist relativ klar. Ja, wir haben eine Vorkriegswirtschaft, die im Großen und Ganzen unter den Paradigmen früher Industrialisierung steht. Dann haben wir eine Kriegswirtschaft, Zweiter Weltkrieg, und danach eine Rückstellung auf eine Zivilwirtschaft, die aber im Grunde genommen nicht den Faden wieder aufnimmt, den man sozusagen 1939 verlassen hat, sondern es hat sich viel weiter gedreht. Ja? Es gibt ein paar sehr interessante kulturhistorisch-wirtschaftswissenschaftliche Untersuchungen, die genau diesen Zeitraum abdecken und sagen, die Industrialisierung ist im Grunde genommen eine Phase permanenter Steuerungskrisen. Also mit Beginn der Industrialisierung gibt es eine Wiederkehr von Steuerungskrisen. James Banninger ist jemand, der so argumentiert. Und er sagt, Steuerungskrisen bedeutet eigentlich nur, dass diese gewaltigen Umstellungen, die wir im Produktionssektor und in der Wirtschaft erleben, natürlich dazu führen, dass diese ganze Ebene von wirtschaftlicher Steuerung immer wieder neu erfunden werden muss. Das ist klar, also wenn Sie sowas wie Industrialisierung, Fließbandarbeit, globale Märkte erfinden oder neu implementieren, können Sie nicht mehr mit dieser Kommandowirtschaft, der Chef steht in der Halle und weist noch den letzten Lehrling an, wie zu feilen ist. So können Sie dann kein Unternehmen mehr führen. Ja? Sondern Sie brauchen neue Ideen von Kommunikation, neue Ideen von geteiltem Herrschen, all solche Geschichten. Und das ist etwas, was immer wiederkehrend sozusagen die Industrialisierung prägt und was eben kurz vor dem Kriege auch nochmal kulminiert. Weil im Grunde genommen so kurz vor dem Zweiten Weltkrieg sowas wie eine Globalisierung der Märkte natürlich vor der Tür steht, noch nicht richtig durchschlägt, aber im Grunde genommen mit dem Austritt aus dem Zweiten Weltkrieg klar ist, man wird jetzt nur noch in globalen Märkten, die dann eben in zwei Blöcke geteilt sind, agieren können. Dazu kommt natürlich, dass diese Märkte plötzlich nicht mehr nur ökonomisch sind, sondern auch politisch. Ja, der Westen gegen den Osten. Das ist ja auch ein Wirtschaftskrieg gewesen. Ja? Und das ist eben etwas, wo interessante Dinge entstehen. Zum Beispiel die Arbeitswissenschaft. Ja? Das ist sozusagen die Ebene der tatsächlichen händischen Produktion. Sie kennen das alle, Gilbreth, Taylor und so weiter und so fort, Henry Ford, ja, und so weiter und so fort. Also diese Idee, dass überhaupt Arbeit an sich verwissenschaftlicht werden muss, dass man diesen One Best Way findet, wie ein Setzkasten bedient wird, wie eine Mauer gemauert wird oder wie ein Ford T zusammengesteckt wird. Ja? Dazu braucht man eine Wissenschaft. Aber es gibt eben auch eine Management Science, die eben sagt, das war das Zitat von vorhin, wir müssen das identifizieren, wie Unternehmen geführt werden, wie Volkswirtschaften gelenkt werden mit solchen Brooking 3, 400 Algorithmen, Modellation. Ja? Das ist auch etwas, was einsetzt. Es gibt aber eben etwas, wo das alles kulminiert, und das ist das sogenannte Operation Research. Das ist eben tatsächlich etwas, was mir relativ wichtig ist oder was mir auch entscheidend scheint zum Verständnis dieses Feldes. Das ist jetzt nur ein beliebiges Beispiel, PMS Blackett, Physikinteressierten unter Ihnen wird das ein Begriff sein, der hat viel für die Thermodynamik gemacht. Der wird von der britischen Regierung beauftragt, das Gesamtprojekt der Luftabwehr zu koordinieren. Ein Physiker. Der erfindet dann nicht das Radar, sondern der koordiniert die wissenschaftliche Idee dahinter. Nämlich Logistik, Kommunikation, Ablaufplanungen, Effektivität und so weiter und so fort. Das ist sozusagen ein Modellprojekt, das nennt sich Operation Research. Wir würden das heute wissenschaftliche Logistik nennen. Und das setzt sich im Zweiten Weltkrieg rasant durch. Sowohl bei den Alliierten als auch in Deutschland gibt es das. Ja? Bei den Alliierten nennt sich das Operation Research, bei den Deutschen ist das etwas, was Speer gemacht hat, sozusagen, aber unter anderen Bedingungen. Bleiben wir bei den Alliierten, es ist uns völlig klar, wenn sie in der Normandie landen wollen, mit ein paar Millionen Leuten, mehreren tausend Schiffen und das Ganze auch noch vom Wetter und vom Mond und von der Tide abhängig ist und sie 478 Resistanzgruppen haben, die sie dabei noch koordinieren müssen,
Das muss wissenschaftlich angegangen werden. Das darf man nicht den Militärs überlassen. Ja, deswegen gibt es diese Operational Research Abteilung, die von Physiker über Soziologen, Kybernetiker, Ökonomen, Informatiker, Mathematiker bis Parawissenschaftler alles dabei hatten. Die im Grunde um diese ganze Steuerung von solchen Riesenunternehmen, also großen sozialen Maschinen der Kriegsführung übernommen haben. Das sind irrsinnig große Abteilungen mit irrsinnig großer Entscheidungsbefugnis, die natürlich komplett im Schatten agieren und die aber natürlich relativ spannend sind, weil die etwas übernehmen von dieser Steuerungskrise, eben dieser Frage, wie können wir darauf reagieren, was gibt es für Modelle und wie können wir in diesem Fall die jetzt eben kriegswirtschaftlich sinnvoll einsetzen. So, und jetzt kommt der alles entscheidende Moment, dass 1945 dieser Krieg vorbei ist und man diese irrsinnigen Ressourcen hat. Und es relativ schnell klar ist, man löst diese Abteilung jetzt nicht auf. Denn die sind im Grunde genommen wie gemacht dafür, diese Steuerungskrise, die ja schon auf dem Tisch liegt, nämlich zu sagen, wie können wir eine Gesamtökonomie globalisieren, ich verkürze das jetzt radikal, wie können wir diese Steuerungskrise bearbeiten? Wir können diese Operational Research Abteilung benutzen. Wir müssen sie nur in die Zivilwirtschaft implementieren und ihnen einen neuen Stellenwert geben. Denn sozusagen in der militärischen Kommandowirtschaft ist völlig klar, man zieht so eine Abteilung an, sagt, ihr seid weisungsbefugt und wer euren Weisungen nicht gehorcht, wird an die Wand gestellt. Das geht natürlich in der Zivilwirtschaft nicht, die ist ein bisschen widerständiger und darf auch nicht erschossen werden. Insofern gibt es sozusagen etwas, eine Neuerfindung dieser gesellschaftlichen Positionen, das sind die Think Tanks. Oder das, was wir heute Berater nennen, der Consultant. Ja? Das ist im Grunde genommen eine Figur, die in der Nachkriegswirtschaft enorme Konjunktur hat. Ja? Die gehen sozusagen durch die Wand. Das ist eine der Beratungsfirmen, die von sich behauptet, sie sei die älteste Beratungsfirma, Arthur D. Little, die gibt es bis heute. Die sind, glaube ich, der Meinung, dass sie schon seit 125 Jahren Beratung machen. McKinsey sagt das auch, Boston Consulting sagt das auch. Natürlich ist die Idee der Beratung älter als 1945, schon klar. Letztlich ist das Orakel von Delphi Beratung. Ja? Die Idee der Beratung ist kulturell natürlich vollständig implementiert. Der weise Ratgeber, der neben den Dingen steht, der den Überblick hat, der auch nie die Konsequenzen tragen muss, das alles ist natürlich eingeführt. So können Sie aber natürlich nicht einen Berater in die Wirtschaft schicken. Ja, das muss sozusagen reglementierter sein. Und vor allem muss diese Idee des Augurenhaften natürlich weg. Da muss eine Rationalität drauf. Und diese Rationalität ist eine wissenschaftliche Rationalität. Nämlich zu sagen, wir haben Modelle. Wir haben Rechner und wir haben Didaktiken. Wir kriegen das im Griff. Wir können beraten. Und das ist jetzt der Witz meines Arguments, das ist die Konstellation, die das Unternehmensplanspiel implementiert. Berater, die eben sagen, es gibt eine neue Steuerungsrationalität für einen wirtschaftlichen Großraum und die implementieren wir über ein Gimmick, ein doppeltes Gimmick, den Computer und das Spiel. Der Computer hilft uns, das Spiel als rational zu verkaufen. Wir wissen, dass Spiel nicht rational ist, aber der Computer tut so, als sei das wissenschaftlich. Und gleichzeitig implementieren wir eine bestimmte Steuerungsfantasie. Das klingt jetzt sehr sinister, verschwörungstheoretisch. Das ist natürlich eine diskursive Operation. Aber so implementiert sich das. Und um das jetzt kurz sozusagen anzudeuten, das hat unterschiedlichste Ebenen. Ja? Das beginnt zum Beispiel, also einer der schönen Nebeneffekte dieser Idee ist, dass politische Steuerung jetzt auch verwissenschaftlicht wird. Ja? Der ganze Bereich der Wahlprognostik beginnt genau da. Das sind jetzt wieder so, ich glaube, 250 Algorithmen, die Abelson-Bernstein-Simulation, mit der man versucht, Wahlausgänge in den USA zu prognostizieren. Man hat das, man versucht das zweimal, Nixon versus Kennedy und Johnson versus Goldwater, mit verheerenden Ergebnissen. Ja, das sind Modulationen, die die Wahlentscheidung eines einzelnen Subjekts versuchen zu modellieren, allein über Kommunikationsverhältnisse. Funktioniert überhaupt nicht, scheitert desaströs, wird aber trotzdem weiterverfolgt. Wo es besser klappt, und das finde ich eigentlich sehr lustig, ist, dass mit der gleichen Simulation dann Entscheidungen des Repräsentantenhauses punktgenau vorhergesagt werden konnten. In einem Zwei-Parteien-System finde ich das total überraschend, dass man mit 300 Algorithmen, alles brauchen wir nicht weiter drüber. Ne? Also das ist so eine Ebene, das aber nur exkursiv gestreift. Denn eigentlich geht es mir eher darum, eine der wesentlichen theoretischen Grundlagen für all das, was wir jetzt hier mit dieser
Spielifizierung angesprochen haben, ist die Spieltheorie, die mathematische Spieltheorie. Ja? Neumann, Morgenstern, haben sie aufgestellt, haben sie implementiert und haben auch, und Sie sehen das am Logo, Rand Corporation, haben sie dezidiert in solche Beratungsorganisationen reingetragen. Die mathematische Spieltheorie ist das, was hier eigentlich Tragfähigkeit dieser wissenschaftlichen Rationalität generieren soll und auch sicherstellen soll. Und die Rand Corporation ist ein schönes Beispiel, um darüber nachzudenken, was da passiert. Wieder so ein Madman-Foto. Ja, das ist die Rand Corporation, die es ja bis heute gibt und jetzt nicht unbedingt als liberaler Think Tank bekannt ist, sage ich mal ganz vorsichtig. Das sind aber Bilder aus der Gründung der Rand Corporation. Das sind alles Leute, die aus dem Operation Research gekommen sind. Denen hat man da ein Riesengebäude hingestellt und hat ihnen ganz viele Flocati-Teppiche reingelegt und die Whisky-Schränke gefüllt und ihnen Designerstühlchen reingestellt und gesagt, macht! Ihr seid Operation Research, wir brauchen eine regierungsnahe Beratungsorganisation, die uns eben nicht nur die Ökonomie regelt, sondern eben auch Politikberatung macht. Und das sind dann eben so diese Settings. Wenn man da liest, dieser frühen Phase der Rand Corporation, die benutzen dann sowas wie die mathematische Spieltheorie, um allerlei Dinge einfach mal durchzuspielen. Eine der bekanntesten Figuren dieser Generation ist der kugelige Herr da oben, das ist Hermann Kahn, Herman Cain, so sieht er dann aus, der zwei sehr wichtige Bücher geschrieben hat im Umfeld der Rand Corporation. Das eine ist On Escalation und das andere ist On Thermonuclear War. Und das ist Ihnen vielleicht bekannt. Das ist nämlich sozusagen das Buch, mit dem ausgerechnet wurde, dass ein thermonuklearer Schlagabtausch führbar ist. Ja? Ab 1963 gilt in der USA die Doktrin des Erstschlages. Weil Hermann Kahn das ausgerechnet hat. Ganz rational wissenschaftlich. Bis zu diesem Zeitpunkt war das Gleichgewicht des Schreckens so konstruiert, dass man gesagt hat, wir häufen so viel Thermonuclear Overkill an, dass keiner sich traut, den Erstschlag zu führen, weil er weiß, er wird zwangsläufig im Gegenschlag untergehen. Hermann Kahn hat es nochmal genau durchgerechnet und hat gesagt, wenn man bereit ist, einen gewissen Bodycount mitzurechnen, also zum Beispiel sagt, 20% überlebende Amerikaner reichen auch, dann kann man das machen. Was zur Veränderung der amerikanischen Außenpolitikdoktrin geführt hat, dass nämlich klargemacht wurde, allerdings nur für ein Zeitfenster von nicht 3 oder 4 Jahren, bis eben die Wasserstoffbombe am Start war, ja, wir sind bereit, auch Präventivschläge zu führen. Ja? Und wie hat der Mann das rausgekriegt? Er hat sich der mathematischen Spieltheorie befleißigt. Er hat eben schlicht und ergreifend den Kern der mathematischen Spieltheorie, das Gefangenendilemma, benutzt, um dieses, was denken die, wenn wir denken, dass der denkt, in verschiedenen Variationen durchzugehen, stochastisch auszunivellieren und dann, und das ist das Entscheidende, das mit seinen Kumpels in der Rand Corporation mal durchzuspielen, und zwar ohne Computer. Die haben im Grunde genommen solche Planspiele gemacht, die ohne Regeln funktioniert haben, indem sie einfach gesagt haben, wir sind Teil dieses Diskurses. Wenn ich sage, ich bin ein Russe, brauche ich nicht ein Regelwerk. Ich weiß, wie ein Russe ist. Ja? Ihr seid jetzt die Russen, wir sind die Amis und der da ist der Schweizer. Und jetzt fangen wir mal an und schieben uns immer so von den Büros Zettel rüber. Keine Ahnung, wie das Spiel ausgeht. Aber wir haben so eine Idee. Wir wollen mal ausprobieren, ob ein Atomkrieg führbar ist. Es gibt nur ganz wenige Schilderungen von diesen Sessions, aber die, die man lesen kann, sind schon hart. Ja? Aber das ist natürlich das, was wir heute als freies Spiel bezeichnen würden. Das ist meilenweit entfernt von dieser Suggestion, Morgenstern, Neumann, mathematische Spieltheorie oder sowas. Ja? Das hat schon so diesen Freispielgedanken, das Assoziative. Und das ist natürlich auch, ne, denken Sie an diese Flocatis, diese Designerstühle, diese Idee, dass eben mit der mathematischen Spieltheorie ein Begriff von Spiel als Probehandeln auch implementiert werden kann. Das ist relativ spannend. Wenn die Glocken noch nicht geläutet haben, es gibt einen schönen Dokumentarfilm über Hermann Kahn, den hat Stanley Kubrick gedreht, Dr. Strangelove. Da finden Sie so viele Anspielungen auf die Rand Corporation und Hermann Kahn, dass schon klar ist, wer da gemeint ist. Von Hermann Kahn selber ist auch das Wort der Doomsday Machine, ja, das ja auch in diesem Film eine große Rolle spielt. Diese Idee, dass dieses Gleichgewicht des Schreckens mit der Präventivkraft eben genau dann ins Ungleichgewicht gerät, wenn die Sowjets eine Doomsday-Maschine haben, also eine, die sozusagen komplette Weltzerstörung automatisch herstellen kann.
dann ist der Atomkrieg nicht mehr führbar. Und das ist ja die Konstellation, die Kubrick da sehr surreal dann durchdenkt. Also sie finden, da ist alles drin, was sozusagen bei Hermann Kahn auch spannend ist. Bis eben auch diese ganzen irrationalen Momente. Aber das nur so nebenbei. Ne, das sind sozusagen diese Papers, die man heute noch ausgraben kann, wo er eben schön beschreibt, wie sie da spielen. Ja, nur mal so als, das sind so diese Rand Papers, Wargaming, wo sie eben genau beschreiben, wie sie diese Wargames gemacht haben, aber immer wieder auch darauf verweisen, dass es sozusagen New Wargames sind. Also dass sie sozusagen regelfrei spielen, dass sie sich nicht durch Algorithmen oder sowas einschränken lassen, sondern dass sie das Spiel freigestalten wollen. Und das ist natürlich spannend, weil es in so einem eklatanten Widerstreit zu diesen wir haben Computer, wir sind Wissenschaftler, wir sind Rationaldiskursen steht. Ja? Das Spannende ist natürlich, dass gerade die Rand Corporation irrsinnig auch diskursmächtig sozusagen in den Common Sense hineinwirken will. Ja? Das ist eine frühe Veröffentlichung der Rand Corporation von 1954. The Complete Strategist, Being a Primer of the Theory of Games of Strategy. Das ist eines der lesenswertesten Einführungsbücher in die mathematische Spieltheorie. Von der Rand Corporation, für den kleinen Handwerker draußen. Sie haben ein Tante-Emma-Laden, Spieltheorie kann Ihnen helfen, Ihren Konkurrenten vom Markt zu drücken. Ja? Das heißt, während die da über den thermonuklearen Krieg nachdenken, denken die auch darüber nach, wie sie sozusagen gesellschaftliche Steuerungsfantasien implementieren können, indem sie sowas wie Morgenstern übersetzen, die Neumann-Architekturen übersetzen und sagen, das bringt dir was. Das ist eine wissenschaftliche Rationalität. Ja? Relativ spannend. Weiteres schönes Beispiel, das ich von einer Kennerin der Rand Corporation bekommen habe, das ist ein sehr populärer Comic von 1963, Steve Canyon. Steve Canyon ist dieser schneidige Geselle hier, der ist Air Force Officer und es geht natürlich primär um seine Love Interests, aber das ist eine Seite, wo er ein Planspiel spielt. Und zwar eins, das relativ nah an Sachen dran ist, die man eben auch aus diesem Umfeld der Rand Corporation hört. Freies Spiel, die Idee, sich in etwas hineinversetzen zu müssen und sowas, ja? In einem Comic materialisiert sich sozusagen so eine Diskursposition, die direkt aus dem Operational Research, aus der mathematischen Spieltheorie kommt. Finde ich relativ beeindruckend. Was passiert jetzt, wenn wir weitergehen? Es fehlt sozusagen noch ein Bindeglied, um jetzt die Brücke zu finden in diesem Ablauf, wie kommen wir zu unseren Spielen? Und das ist die Kybernetik. Ja? Die Kybernetik, die sozusagen ja auch in dieser Zeit beginnt, ist ganz eng an diesen Beratungsdiskurs angekoppelt. Die frühen Kybernetiker, Macy-Konferenzen oder sowas, das sind alles Leute, die auch im Umfeld zum Beispiel der Rand Corporation unterwegs sind. Und da setzt dann im Grunde genommen diese Idee ein, das Defizit dieser hochrationalistischen linearen Modelle durch etwas zu ersetzen, was jetzt sozusagen mit diesem kybernetischen Regelkreisversprechen natürlich den Rationalismus sozusagen absoftet und sagt, diese ganzen hochkomplexen Systeme, wie zum Beispiel Wirtschaft, sind ja eben nicht linear rational modellierbar, sondern wir brauchen das, was die Kybernetik uns verspricht. Diese Regelkreissteuerung, diese ganzen Automatensysteme, dieses Blackboxing, man muss gar nicht wissen, wie das genau funktioniert, Hauptsache man kann sozusagen die Thermostate richtig einstellen. Ja? Und das ist sozusagen eine Fortschreibung der mathematischen Spieltheorie, die hier überhaupt erst in diesem ganzen Diskurs zusammenhängen, das setzt, was das dann nachher operational werden lässt. Das Beispiel, was ich für Kybernetik immer gerne zeige, was Sie sicherlich alle auch schon 100-mal gesehen haben, Stafford Beers großartiges Cyber-Sign-Project, wo er sozusagen bei versucht, die Volkswirtschaft unter Allende noch irgendwie kybernetisch geregelt zu kriegen. Ich gehe da nicht weiter darauf rein. Klaus Piers hat einen ganz herrlichen Aufsatz darüber geschrieben, wo Sie das prima nachlesen können. Aber ne, so weit geht diese Fantasie, dass sich da 8 Leute in ihren Star Trek Command Room setzen und eine Volkswirtschaft mit kybernetischen Regelkreisen mal eben steuern. Ja? Also man muss sich, und ich meine, Stafford Beer ist schon, glaube ich, eine sehr schillernde Figur, die jetzt, glaube ich, nicht unbedingt den Mainstream der Kybernetiker markiert. Trotzdem, die Idee, dass es ein sozialistischer Staatenführer überhaupt bedenkt, so jemanden ins Land zu lassen und die Idee, dass man ihn hat ziehen lassen, ohne ihn einzuweisen, finde ich relativ spannend über die Wirkmächtigkeit dieses Konglomerats einer neuen, mathematisch modellierenden Ebene der Steuerung, die man dann eben auch glaubt, operational werden lassen zu können. Das zieht natürlich, wenn man sich das genau anguckt,
vor allem in Deutschland, ist eine schöne Geschichte der Kybernetik, die gerade mit so einer Figur wie Frederik Vester, die bis in die 80er Jahre, bis in die 90er Jahre rein, wirkt natürlich lange nach. Ja? Und das ist im Grunde genommen jetzt auch diese Ebene, die als Steuerungsfantasie anfängt, plötzlich da aufzutauchen, was eigentlich der Gegenstand ist, thanks for playing, bei Computerspielen. Ja? Das ist Ökolopoli von Frederik Vester, das ist zuerst als Brettspiel auf den Markt gekommen und das ist natürlich genau so ein kybernetisches Lernbeispiel. Sie sollen hier auch eine Volkswirtschaft steuern, die jetzt hier mit 8 Parametern relativ schlicht ausfällt. Der Witz ist, Sie haben da verschiedene Stellgrößen. In dem Brettspiel sind hinter dem Brett dann so Pappzahnräder, die eben so einen ganz komplexen Algorithmus darstellen. Und wenn man sozusagen am einen Rad dreht, geht plötzlich überall alles andere total in die Binsen. Also man kann da eben, man lernt, hammerdicke Didaktik, man lernt sozusagen, dass die Steuerung einer Volkswirtschaft ein echt komplexes Unterfangen ist, von der man nie weiß, was rauskommt, wenn man nur an einem Stellrad dreht. Alles geht meistens in die Binsen. Dass man das jetzt sozusagen als frühes Computerspiel dann auch sofort umsetzt, und Frederik Vester hat das auch selbst getan, ist natürlich logisch. Ja? Und natürlich ist das erstmal ein Spiel. Und das ist eben das, was ich so interessant finde. Wenn Sie das heute spielen, und Sie können das spielen, das gibt es immer noch bei Ravensburger, glaube ich, als CD zu kaufen oder online auch irgendwie tausendfach emuliert. Natürlich setzt man sich dahin und irgendwann sagt man, oh, ich will dieses Spiel knacken. Ja, also diese klassische Idee eines Strategiespiels, ich will den Algorithmus knacken. Ich muss nur wissen, wo der Kipppunkt ist. Und dann weiß ich, wie sozusagen der Tank Rush funktioniert. Wie ich mit so einem Minimax-Prinzip die gegnerische Base platt machen kann. Das ist nichts anderes wie hier. Ja? Sie sitzen so lange da, bis Sie diesen verknackten Algorithmus rausgekriegt haben, wo Sie an welchem Stellrad wie drehen müssen, damit alles auf Grün geht. Und das Interessante ist natürlich, dass Sie sich selber sagen, mich interessiert doch hier dieser ganze Lebensqualität, Aufklärungsschnick ist überhaupt nicht mehr. Ich spiele ja nur noch gegen den Algorithmus, ich bin ja Zocker. Aber das ist eben sozusagen das Spannende an solchen diskursiven Konstellationen, sich zu fragen, was atmen Sie in diesem Spielprozess mit ein? Und wenn ich es jetzt forciere und sozusagen auch polemisch forciere, würde ich sagen, Sie atmen die gesamte Geschichte mit ein, die ich Ihnen gerade versucht habe, so in Strichskizzen und sehr reduktiv zu erzählen. Diese gesamte Geschichte von Steuerungsfantasien, von Regierungstechnologien, von diskursiven Operationen, die eine spezifische Rationalität setzen. Es gibt einen sehr, sehr guten Wirtschaftswissenschaftler, den ich Ihnen nur empfehlen kann, Philip Mirofsky, der hat ein wahnwitzig gutes Buch geschrieben, das heißt Cyborg Science. Und damit bezeichnet er die Ökonomietheorie, weil er sagt, im Grunde genommen hat die Ökonomietheorie, und die ist erweitert begriffen mit all solchen Sachen von Operational Research über Kybernetik, also alles, was ich hier so angedeutet habe, das nennt er die Ökonomietheorie, also eine Steuerungspolitik, die hat uns zu Cyborgs gemacht. Ja? Weil wir aufgehört haben, zwischen Subjekten und Objekten zu unterscheiden, zwischen Natur und Kultur. Alles ist ökonomisch, alles ist steuerbar, alles gehorcht den gleichen Rationalitäten. Das ist eine stark vorgetragene Polemik, die aber natürlich im Kern irgendwie gut klingt. Ja? Weil sie natürlich sagt, in all solchen Konstellationen steckt immer so eine zeitweilig produzierte Wahrheit drin. Beherrschbarkeit und Effektivierung und eben auch sowas wie Empowerment. Ja? Die Idee der Beratung. Ja? Natürlich ist Frederik Vester hier sozusagen der Spiritus Rector, der hinter diesem Spiel steht und mich berät in meiner sozusagen linken Lebensführung, irgendwie kybernetische Regelkreisläufe für die Dritte Weltpolitik mitzudenken oder sowas. Ja? Und das ist eben das, was ich so interessant finde, dass hier im Grunde genommen solche Konstellationen zusammenkommen, die für uns interessant in sowas wie Unternehmensplanspielen kulminieren, Unternehmensplanspiele dabei aber eigentlich gar nicht so relevant sind. Sie sind jetzt nur forschungspolitisch interessante Aufhänger, um über solche Prozesse nachzudenken. Sie sind dann aber eben interessant, wenn ich eben sage, was folgt daraus, was hängt da dran, wenn ich sowas wie den FIFA Soccer Manager 2010 spiele, hänge ich nicht auch irgendwie wieder an dieser Diskursmasse mit dran? Implementiere ich mich nicht auch in solche Rationalitätsverdikte? Und um jetzt langsam auch zum Ende zu kommen, ein super Zitat, die sozusagen diese Universalität von Unternehmensplanspielen nochmal betonen.
von 63. Das Planspiel ist Denkschulung. Es ist auch ohne Mathematik verständlich. Das Planspiel ist Selbstausbildung. Es bedeutet Schule ohne Schulmeister. Das Planspiel ist überschaubar gemachte Praxis. Es schärft den Blick für das Wesentliche. Das Planspiel ist Denken in Zusammenhängen. Es zeigt die Notwendigkeit, Entscheidungen abzustimmen. Das Planspiel ist Entscheidungstechnik. Das Planspiel ist die Übungschance des Führungsnachwuchses. Es schult das unternehmerische Denken. Das Planspiel fördert die Zusammenarbeit. Ja? Also natürlich ist das jetzt natürlich genau dieser Beratersprech, ne? Aber es zeigt natürlich dieser Universalitätsansatz, der da drin steckt. Ja? Und was ich halt besonders hübsch finde, und das wäre jetzt auch mein letztes Bild als Quintessenz, wenn man jetzt zwei Bücher nebeneinander legt, eins von 1953 und eins von 1980, dann sieht man eben sehr schön, was da passiert ist. Es sind beide Steuerungsfantasien. Ja? Das ist sozusagen die alte Steuerungsfantasie des One Best Way, ja? Also rationale Modellation. Und das ist natürlich sozusagen der kybernetische Regelkreis. Irgendwie undurchschaubar, irgendwie arkan, aber solange man es abbilden kann, wird schon irgendeiner eine Blackbox finden, wie ich da auch Steuerung reinkriege. Ja? Und das finde ich eben das Spannende. Das, ne, dieses Bild kommt uns irgendwie extrem merkwürdig vor. Das kommt uns irgendwie total vertraut vor. Ja, so hat man alles schon mal abgebildet, solche Flussdiagramme. Und trotzdem sind das Rationalitäten, die jeweils ausgehandelt werden. Und die in Spielen kulminieren. Fertig. Wie bei vielen Begriffen, die jetzt hier gefallen sind, die sind alle ambivalent. Ja, also ich bin selber Mitglied in der SAG-SAGA, der Swiss Austrian German blablabla Unternehmensplanspielgemeinschaft. Da sitzen lauter Berater drin, die sich gegenseitig ihre Unternehmensplanspiele vorstellen. Ich bin da so eine Art wissenschaftlicher Beirat. Das ist auf der einen Seite natürlich toll, weil das sind natürlich hochsympathische Menschen, die als Berater ihr Geld verdienen, in Firmen reingehen und Manager dazu bringen, erstens sehr, sehr lustige Dinge zu tun und zweitens denen aber natürlich genau immer wieder solche Augenöffner zu setzen, die ich manchmal natürlich auch alle ganz schlau finde. Ja? Auf der anderen Seite sind das Berater. Ja? Und natürlich suggeriert allein schon die Existenz einer solchen Gesellschaft und dieses Berufsbildes immer noch sozusagen dieses Paradigma, es gibt Möglichkeiten, den Manager auszubilden. Ne? Diese Rationalität, von der ich spreche, die steht da natürlich auch immer mit drin. Die Klügeren von diesen Typen reflektieren das natürlich mit, weniger Klugen nicht so. Und diese Ambivalenz, die finde ich halt spannend. Ja, also da gibt es kein richtig und kein falsch. Ja? Ich kann meine Hände da nicht in Unschuld waschen. Ich habe sogar selber so ein Unternehmensplanspiel gebaut. Ja? Und natürlich versucht, alles anders und besser zu machen, was natürlich ein großer Witz ist, weil man es natürlich nicht anders machen kann. Ne? Das ist, man wird schon sozusagen in den Pfad hineingeführt, sich genau zu überlegen, was ist der Lerninhalt. Aber am Ende natürlich immer diese Metaebene dabei zu haben, I'm the Game Master. Ne? Allein weil du hier bist und mit mir spielst, da ging es eben um eine Uni-Vorlesung, Life Cycle Management, wenn Sie sich da interessieren. Natürlich implementiere ich dann ein bestimmtes Herrschaftswissen. Allein dadurch, dass ich da mit meinem Computer und mit meinem Spiel stehe und die Leute spielen lasse. Das ist eben, ne? Also da kommt man nicht raus. Aber das ist halt immer bei diesen Ideologie-Macht-Dingern, ne? Man kommt da nicht raus. Also kann ich jetzt relativ wenig dazu sagen, weil das genau das Desiderat im momentanen Stand ist. Dazu müssen wir die Archive durchwühlen, um das überhaupt mal substanziell abzuklopfen. Aber im Groben kann man schon sagen, ist die Geschichte, dass es natürlich erstmal ein Importmodell ist. Die Dinger werden in Amerika entwickelt, die werden über die Firmen, die dann in Deutschland eben ihre Dependancen wieder hochziehen oder neu aufmachen, mitgebracht und dann ganz zaghaft an den deutschen Markt angepasst, indem man die Narrative verändert. Ja, aber natürlich nicht die Algorithmen. Was ja auch schon wieder so eine operational-politische Ebene ist, zu sagen, die Wirtschaftsordnung, aus der das Planspiel kommt, soll ja auch in der Bundesrepublik implementiert werden. Ne? Also wird man einen Teufel tun, so die spezifischen Ideen einer deutschen Volkswirtschaft da irgendwie abzubilden. Das dauert eigentlich eher so bis in die 80er Jahre, bis Deutschland sowas wie eine, also soweit ich das im Moment überblicke, bis Deutschland sowas wie eine nennenswerte eigene Kultur der Planspielproduktion hat. Dann ist das aber auch wirklich interessant, wenn man dann eben auch wirklich sagt, so hier Binnenmärkte, spezifische Unternehmens,
Klimata oder bestimmte Gebräuche deutscher Unternehmen, die eben so mit dem amerikanischen Spiel nicht zu machen sind. Da geht die Geschichte dann sehr schnell auseinander, aber am Anfang ist es eine reine, sozusagen, transatlantische Importgeschichte. Natürlich ist es das ist ein wichtiger Impulsgeber, dieses gesamte militärische Planspiel, was ja gerade zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, ne, also da ist das ja in großer Bandbreite betrieben worden. Und das ist natürlich was in den Operation Research Abteilungen ja auch gang und gäbe ist. Ne? Also sowas wie die Landung in Normandie wird natürlich einmal als militärisches Planspiel genau Pen and Paper sozusagen durchgespielt, während ein Raum weiter die Logistiker ihren Teil spielen. Ne? Also das ist fließend. Aber das meandriert natürlich überall hin. Ja? Genauso, ich meine, werden sich jetzt die wenigsten von Ihnen daran erinnern können. Ich kann mich daran erinnern, in den 70ern hat man ganz gerne in linken Kreisen ein Planspiel gespielt, das hieß, wen macht die Banane krumm? Ja? Ja. Also wenn ich es in älteren Kreisen erzähle, ist immer so eine Hohohoho. Ne? Also es ist eben genau so ein einfaches Planspiel, wo Sie über 7 Räume verteilt sitzen und es ist einfach der Abverkaufskreislauf einer Banane, die wird in Nicaragua produziert, in Deutschland gegessen und am Ende legen alle ihre Zahlen nebeneinander und stellen fest, huch, Profitsteigerung um 1000%. Der arme Bauer. Ja? Ist aber im Grunde ein Unternehmensplanspiel. Das ist genau eine ganz simple, einfache Mechanik, die dahinter steckt. Es hat noch nicht mal einen Algorithmus, sondern es geht nur um, ne, so ein bisschen Aushandlungsprozesse, soziale Geschichten. Aber es ist im Grunde genommen ein klassisches Unternehmensplanspiel, nicht computerbasiert, wenn man da wirklich keinen Computer mehr für braucht. Aber ne, also das ist nicht abgegrenzt. Wenn Sie sich anschauen, so ein Spiel Age of Empires 3, ja, mag ich sehr gerne. Bevor Sie den ersten Schuss abgeben, müssen Sie immer eine Ökonomie aufbauen. Ja. Technology Trees durchlaufen, Knowledge Trees durchlaufen, geschickte Ökonomien implementieren, vielleicht noch ein bisschen Geopolitik machen, was die Ressourcen angeht oder sowas. Ist das was anderes als ein Unternehmensplanspiel? In so einer ganz schlichten makroökonomischen Denkweise? Nö. Civilization ist eigentlich ein politisches Planspiel. Ja? Man kann es sich halt schön spielen. Ne? Aber im Grunde genommen treffen sie immer genau auf diese Strukturen. Das ist ja der Witz meines Arguments. Dass ich natürlich sage, das, was heute unter Serious Games läuft, das ist das. Ja? Also, wenn es eine Geschichte des Serious Games gibt, dann fängt in Deutschland 1950 mit dem Bull-Omnilock-Spiel an. Ja? Und natürlich ist man davor nicht gefeit. Das wäre jetzt genau eben dieses Bröcklingsche Argument, jetzt nicht mit dem Begriff der Stellschraube, aber natürlich zu sagen, diese Paradigmen, die da implementiert sind, diese permanente Verbesserungs- und Steuerungsfantasie, ich meine, dass das unsere private Lebensbereiche bis ins Kleinste hinein durchdringt, ja, also ob Sie über Biopolitik nachdenken oder sonst irgendwas, das sind natürlich alles Effektivierungsdiskurse. Auch in ihren emanzipativen und dissidenten Ausprägungen sind das immer noch Effektivierungsdiskurse. Die kommen daher und die strahlen natürlich ab. Nur wie durchdringend sie letztlich sind, wie unhintergehbar, das ist eine ganz andere Diskussion, die man eben sehr lang und ausführlich führen kann. Ja. Sollte man, glaube ich, als Medienwissenschaftler einfach nie machen. Prognostik, ja, das überlassen wir Norbert Bolz. Also wenn ich mir angucke, was im Moment in diesem Markt stattfindet, ist aber schon seit Jahren eine Abkehr vom Computer. Ja, also diese Idee der Modellierbarkeit und Berechenbarkeit, das hat nicht nur die Finanzkrisen gebraucht, das war schon vorher, dass man jetzt in den einfachen Unternehmensplanspielen gesagt hat, ja, nee, es geht ja mehr so um Teambuilding, Kommunikation, bla 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 bla. Kann man alles computerbasiert machen, aber wir wollen nicht mehr diese Modellationen, auch nicht die kybernetischen haben. Aber was daraus wird, ne, genauso wenig wie wir wissen, was wird aus der Ökonomietheorie. Machen die so weiter? Sagen die einfach in 3 Jahren, so, fangen wir mal von vorne an. Jetzt haben wir eins mit 8000 Algorithmen. Diesmal klappt alles. Ja? Machen die so weiter oder lernen die was? Wissen wir auch nicht. Also, ne? Man weiß nicht, wohin das Pendel so schwingt. Ich glaube nur, dass in diese Euphorie der 50er, 60er, 70er Jahre, ich glaube, das wird eine ganze Weile dauern, bis man in die nochmal zurückverfällt, weil da können sich, glaube ich, relativ viele auch noch heute im Geschäftsleben
integrierte Menschen gut daran erinnern, dass es das alles nicht so war. Das war tatsächlich ein universitäres Programm. Also das ist, ich habe es nur mal kurz angespielt, um zu zeigen, es geht nicht nur um Unternehmen, was diese Modelle angeht, sondern eben auch um ganz andere Bereiche. Unternehmensplanspiele, das muss man klar sagen, sind nicht nur in Unternehmen gespielt worden, sondern eben auch in der Wirtschaftswissenschaft als Ausbildungsmodell an den Universitäten, in den eben entstandenen Consulting Schools, Business Consulting Schools, ne? Die haben das ganz stark betrieben und die haben es eben vor allem als prognostisches Werkzeug eingesetzt, Marktentwicklungen mal zu modellieren. Und in dem gleichen Atemzug entsteht natürlich auch vor allem in der Wissenschaft so eine Idee, könnten wir nicht diese Idee der Wahlausgangsprognose mit diesen Werkzeugen nochmal vorantreiben. Ja? Und das ist natürlich dann eben die entstehende Kommunikationswissenschaft, die da eben stark mitmacht, Sozialwissenschaften, die eben tatsächlich sagen, ja, ne, also es geht ja nicht nur um diese Befragungen am Wahlabend oder Hochrechnung, sondern es wäre doch toll, wenn man so Trends noch präziser vorhersagen könnte, als mit diesen ja doch eher sehr arbeitsintensiven Modellen der Wahlprognose. Und da arbeiten die eben an solchen Modellen, um zu sagen, eine Wahlentscheidung ist basiert auf einem Kommunikationsverhalten. Ja, und dann versuchen sie, Kommunikationsverhalten zu modellieren. Das ist halt, wie gesagt, wenn sich das Modell genau angucken, man lacht schon sehr laut, wenn man sieht, was da so als Parameter definiert ist. Auf der anderen Seite sagt man sich, wie viel weiter sind die denn heute? Das ist eigentlich ein schönes Analogon, um zu sagen, im Grunde genommen, ne, das ist diese gleiche Idee. Genauso gut kann man eben, aber das führt jetzt natürlich weiter, dieses Wisdom of the Crowd, ne, ich muss nur genügend Leute den Wahlomat spielen lassen, dann habe ich ja auch genau exakt vermutlich den Wahlausgang simuliert. Hat eine genauso große Verführungskraft, aber ist genauso verkehrt. Ja. Aber führt nochmal eine ganz andere Diskussion, ist aber eben nur mal so zum Andeuten, also das ist nicht eine Denkungsweise, so eine epistemische Konstellation, die nur auf Unternehmensführung abzielt, sondern die eben breit ausstrahlt, die man aber eben in Unternehmen am schönsten rekonstruieren kann, weil es da einfach eine ungebrochene Geschichte gibt. Wir hatten am Dienstag in der Social Media Vorlesung einen Politikwissenschaftler, der den Obama-Effekt irgendwie in den sozialen Medien erklären wollte und dann aber letztendlich im Verlauf dieses Vortrags darauf zu sprechen gekommen ist, dass er den Hauptgrund für die Wiederwahl oder dass das Funktionieren dieser Kampagne darin sieht, dass die sehr effizient und sehr gut darin war, sehr große Datenmengen zu verwalten und die gezielt verfügbar zu machen. Und die Art und Weise, wie die verfügbar gemacht und korreliert worden sind, sieht dann zum Beispiel so aus, also eines der Bilder, das er da hatte, war einfach Google Maps, glaube ich, ein Auszug daraus, diverse Straßenzüge von irgendeinem Suburb und dann lauter rote Punkte für republikanische Haushalte, also da, wo man da schon Bescheid wusste, lauter lila Punkte für undecided und blaue Punkte eben für die Demokraten. Und dann anhand solcher Datenmengen oder Datenvisualisierungen, die man hat, zu entscheiden, wie man strategisch den Wahlkampf vor der Tür der Leute gestaltet oder wie man da den Wahlkampf organisiert. Klar. Hängt das deiner Auffassung nach auch zusammen eben mit solchen Überlegungen der Optimierung oder der... Also es ist sozusagen so ein Begriff, der, also natürlich hängt das irgendwie zusammen, aber man muss natürlich aufpassen, dass man das jetzt nicht alles so irgendwie über den Kamm schert. Aber ein Momentum ist natürlich da drin, was ich auch, was sozusagen so diese 50er, 60er, 70er Jahre Logik sehr stark ausmacht, ist diese Brute-Force-Logik. Ja? Ich muss nur gewaltige Datenmengen auswerten. Also je mehr ich aufeinander schmeiße, quantitativ, je mehr Algorithmen ich habe, je schneller mein Rechner funktioniert, je ausgefuchster mein kybernetischer Regelkreis konstruiert ist, desto eher habe ich eine Lage, der Welt Herr zu werden. Und das ist ganz spannend, weil wenn Sie tatsächlich den Beginn der mathematischen Spieltheorie sich mal angucken, Stachowiak und solche Leute, die sprechen halt von der Kunst der Modellation, wo sie sagen, das allererste ist Reduktion. Ja? Wenn Sie ein Modell der Welt haben wollen, müssen Sie doch als erstes mal alles qualifizieren, was irrelevant für die Welt ist. Also für den Aspekt der Welt, den Sie verstehen wollen. Und die Kunst der Weglassung ist die Kunst des Modellators. Ja, also nur relevante Attribute abzubilden. Wenn Sie das lesen, diese frühen Formen mathematischer Modelltheorie, dann hat das nichts zu tun mit genau diesen Effekten, die wir alle aus sozusagen tausend unterschiedlichen Wendungen kennen, sagen, wir sammeln so viel wie möglich Daten und dann können wir die Data-Mining-mäßig auswerten und dann wissen wir alles.
Und natürlich weiß jeder, der in so einem Projekt mal mit dabei war, weiß, dass irgendwann etwas sehr Bezeichnendes passiert. Die zugrunde liegende Rechnerarchitektur seufzt einmal auf und bricht in sich zusammen, weil der Rechner wie üblich mit dieser Datenmenge nicht zurande kommt. Oder aber er liefert uns ein Ergebnis, das immer noch so komplex ist, dass dann letztlich doch wieder der Chef des Ganzen sagt, ja, mein Gefühl sagt mir, das und das ist dann das Ergebnis. Also auch das billige Polemik, aber diese Logik, das ist so ein Informatiker-Krankheit. Ne? Also Informatiker operieren gerne mit dieser Brute Force-Logik. Was natürlich auch am Rechner liegt. Der ist ja sozusagen exponentiell gewachsen. Er hat ja immer versprochen, wir können immer mehr, immer mehr, immer mehr. Irgendwann können wir das ganze Wetter der ganzen Welt modellieren. Ja, das ist ein Lieblingsbeispiel. Bis heute, ne, beim deutschen Wetterdienst in Offenbach stehen 3 Cray-Rechner in Reihe. 3 Cray-Rechner. Das ist also für jeden, der irgendwie mit Computern so ein bisschen, das ist erotisch, ja. Wenn man in diesem Keller steht und die springen alle 3 Minuten an, um das 3D-Echtzeitmodell neu zu rechnen. Ja, da spürt man, da kann man die Hände dranlegen und so, dann rechnet der Wetter. Das ist super. Aber natürlich ist es totaler Quatsch, weil das, was ja abends in der Tagesschau stehen, hat der 60-jährige Chefmeteorologe aus dem Knie. Er sagt, ein Hochdruckgebiet kommt, das weiß ich, das war schon immer so. Der Rechner hat mit dem Zufall einfach große Probleme. Ja, also rein mathematisch, es ist irrsinnig schwierig, einen echten Zufallsgenerator für den Rechner zu programmieren. Ja, also es gibt funktionale Dinge, die würden in Las Vegas aber nicht durchgehen. Ne? Also weil da sozusagen die Anforderungen klar sind, das ist alles knackbar. Das ist alles nicht wirklich der Zufall. Das ist so eine diskursive Spur. Der Computer hat Probleme mit dem Zufall. Das Planspiel aber auch. Ja, also wenn Sie sich gerade wieder diese Kriegssimulationsspiele angucken, von sozusagen den Zweiten Weltkriegssimulationen für die Sichelschnittgeschichte oder sowas, bis weit zurück, Reiswitz, Venturi oder sonst was, die haben alle keinen Zufall. Ja? Und das ist die Kritik, die sozusagen auch Zeitgenossen jederzeit immer an diese Spiele gehabt haben, zu sagen, wie glaubt ihr, dass ihr den Krieg simulieren könnt, wenn ihr den Zufall rausnimmt? Schlachten werden nicht verloren, weil man schwächer ist, sondern weil es regnet. Oder weil im entscheidenden Moment ein Hinweisschild umgefallen ist. Oder weil Blücher nicht kommt. Oder dann doch kommt oder so. Ne? Das ist dieser Zufall. Und alle Spiele, die das versucht haben, man würfelt. Ja? Das ist natürlich nicht der Zufall. Sondern das ist dann einfach Statistik. Ja? Also das ist ja im Pen and Paper. Ne? Wie stark ist der Drachen? 1-6. Ich schmeiß mal den Würfel. Das ist aber kein Zufall. Ja? Und das ist eben so, was die harten Simulationsspiele angeht, immer das Problem, der wirkliche Zufall findet da nicht statt und ist nicht abbildbar. Oder er ist widerständig, sagen wir mal so. Weitere Fragen? Wenn es keine mehr gibt, bleibt mir noch einmal dir ganz herzlich zu danken für den Vortrag, für die Diskussion. Ja, ich habe zu danken.